Ein herzliches Hallo wieder zu unserem heutigen Sendeformat, die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und darf heute wieder einen ganz, ganz lieben Gast bei uns begrüßen, der uns schon durch viele Gespräche begleitet hat und schon sehr wichtige und sehr wertvolle Impressionen, sehr viele Inputs gegeben hat, die uns allen für unsere Gesundheit und für unser Seelenwohl beitragen. Ich begrüße Dr. Med. Rüdiger Dahlke. Herzlich willkommen. Schön, Hallo, dass du da bist. Willkommen. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Ich bin selbst ganz interessiert. Die Hollywood-Therapie. Und zwar bedeutet das, oder beziehungsweise der Hintergrund ist das, was Spielfilme über unsere Seele verraten. Und jetzt freue ich mich, das auf deine Art und Weise, die ich sehr schätze, lieber Rüdiger, zu erfahren, was du damit verbindest, beziehungsweise wie sie in deiner Therapie zur Anwendung kommt. Ja, meine Intention war immer, dass wir das verlängern, vergrößern können. Ja, wenn ich jemanden eine Stunde oder zwei manchmal berate, dass er dann, wenn er danach dann so auf eigene Faust in seine Verantwortung muss und daraus was machen muss, dass er noch Material an der Hand hat, wie er das verlängern kann, intensivieren kann. Und so habe ich über die letzten 40 Jahre meines Arztseins immer auch sozusagen Spielfilme verschrieben. Und das war ganz schön, das traf sich so. Meine erste Frau Margit, die hat auch so eine große Liebe zu Filmen und Büchern. Und wir haben ganz viel in Beratungen, also Bücher empfohlen, nicht nur Sachbücher, also auch Romane und Filme vor allen Dingen, Spielfilme. Und das ist eine Sache, die sich wirklich sehr bewährt hat. Ja, wenn du jemanden, der ein Problem hat, einen Film zeigen kannst, der dieses Problem aus einer Perspektive beleuchtet, die ihm fremd ist, dann kann ihm das sehr helfen. Wenn du noch einen anderen Film hast, der das wieder aus einer anderen Perspektive macht, ist das sehr wertvoll. Ja. Da gibt es so viele Partnerprobleme. Und es gibt so viele Filme über Partnerprobleme. Ja? Also da ist es ganz leicht. Wir haben tausende von Filmen im Hinterkopf sozusagen und auch gesammelt über die Jahre. Noch früher Kassetten, Betamax und dann VHS und so irgendwie allmählich dann auch DVDs. Und das ist etwas, was sich wirklich sehr bewährt. Das ist, glaube ich, eine der effektivsten und günstigsten Therapieformen. Einfach, wie streamen sich heute die Jungen. Ja. Und selbst wenn du eine DVD kaufst, ist es für 90 Minuten natürlich relativ günstig, wenn das Therapie wird. Und wir lernen auch dabei noch zusätzlich. Ja, weil das wissen wir heute von Leuten wie Gerald Hüther. Mit Begeisterung lernen wir am besten. Wir wissen es aber auch von uns, wenn man Lateinisch unregelmäßig oder sowas gepaukt hat. Dann müsste man das mit Spaß machen. Ja. Ja, ein Gehen zum Beispiel machen oder irgendwas finden dazu. Oder singen. Singen geht auch möglich. Ja, genau, habe ich auch gemacht. Also, das wäre wichtig. Und ein Film holt uns ja rein in seine Geschichte. Da sind wir dabei. Da sind wir gespannt. Da sind wir gut drauf. Wir wollen wissen, wo das hingeht. Und sind ganz drin in dem Geschehen. Meistens nur in der Hauptperson. Aber wir deuten das dann auch, die Filme in diesem Buch Hollywood-Therapie. Jetzt kannst du noch mal anschauen und gehst mal in eine andere Person hinein. Ja, also den Bösewicht zum Beispiel, der Schatten ist ja da oft auch dabei, diesen Gegenspieler. Wenn du das bei großen Filmen machst, kannst du wirklich Themen aufarbeiten dabei, ohne dass du diesen Arbeitsaspekt merkst, weil es so viel Spaß macht. Ne? Hast du ein Beispiel? Also nimm mal Jenseits von Afrika, Out of Africa, diesen großartigen Film mit Meryl Streep, Robert Redford, Klaus-Maria Brandau, der Österreicher, hat den Bösewicht, also den Bröhr spielt den da, so ein Playboy, Adligen. Ja, eine Geschichte, eine Frau, die emanzipiert ist, Tanja Blixen, deren Geschichte ist das lange vor der Emanzipationsbewegung. Und die macht so einen Deal, die holt sich den Bröhr und gibt ihm ihr Geld, was sie hat. Der heiratet sie und sie kann dann mit ihm nach Afrika und sie baut dann ihre Farm in Afrika und macht Kaffeeplantagen an einer Stelle, wo es bisher keinen Kaffee gab und macht ihre Erfahrungen in diesem völlig anderen Kontinent. Und sie wird wirklich vom Schicksal hergenommen. Also am Anfang versucht sie so, die alle auf ihre dänische Art zu kriegen. Da müssen dann die kleinen schwarzen Jungs, die da bedienen, die müssen dann weiße Handschuhe anziehen und so. Zum Schluss entschuldigt sie sich dafür. Und sie lernt so deren Lebensphilosophie auch kennen. Ja? Also sie staut dann da einen Fluss, und dann, um einen See zu haben. Irgendwann wird der Staudamm weggedrückt von dem Wasser und dann kommt der Kleine und sagt, Gott hat gesprochen, das Wasser will wieder nach Mombasa. Und naja, irgendwann spricht Gott dann so, dass die Farm abbrennt und sie wird ordentlich hergenommen. Und
Auf der anderen Seite spielt Robert Redford so einen ewigen Jüngling. Ja, bezaubernd, hat nur einen Koffer voll Gedichte, sonst nichts. Und holt die Welt, also die Sterne runter, kann seine Gedichte auch zitieren. Und ist so der erste Flieger, er zeigt ihr Afrika von oben, sie ist begeistert, völlig verliebt, er auch. Aber der lässt sich nicht ein, so wie die ewigen Jünglinge sich nie einlassen. Marie-Louise von Franz, die Jungianerin, hat ein ganzes Buch drüber geschrieben, Pur Eternos. Und man kann wirklich dieses Muster sehen. Ja, also Meryl Streep versucht, Tanja Blixen, die versucht ihn immer wieder sozusagen dann doch vielleicht mal probeweise, ob er mal nur, wenn es nicht gilt, ja sagt auf so ein Angebot, mit ihr zu bleiben oder so. Aber mit seinem ganzen Charme, er windet sich daraus, der traut sich nicht mit einer richtigen Frau. Und ganz zum Schluss tatsächlich nimmt er das Schicksal des ewigen Jünglings, also er stürzt ab mit seinem Flugzeug und dann bleibt eine Legende übrig, wie so häufig von ewigen Jünglingen. Ja, also da steht dann Maasai an seinem Grab, hält Totenwache immer wieder, Löwen liegen auf seinem Grab. Und sie beschreibt es so schön, er hat eine Farm in Afrika und so ihre ganze Geschichte wird ja dann wirklich eine Literatin. Wenn jetzt jemand, der so ein ewiger Jüngling ist, sich diesen Film rechtzeitig anschaut, kann das lebensrettend sein, ehrlich gesagt. Mhm. Also da gibt es ja viele solche Vorbilder. James Dean hängt bei meinen Nichten noch im Jugendzimmer. Ja? Also der ist ja lang gestorben, bevor die da waren. Oder Kurt Cobain oder diese ganzen toten Popstar-Helden. Mhm. Das sind ja, Jim Morrison war das für uns, Generalssohn. Und dann früh gestorben, den Doors. Das ist eigentlich immer dasselbe Muster. Und wir können dann, wenn wir das erkennen, aber auch mal merken, okay, es gäbe auch diese Möglichkeit, sich einzulassen und runterzukommen. Das ist die Geschichte von Saint-Exupéry. So wundervoll, der den kleinen Prinzen und all seine Geschichten beschrieben hat. Der kleine Prinz lässt sich lieber von der Schlange stechen, als sich hier einzulassen auf diese Erde. Mhm. Und Saint-Exupéry kapert ein Militärflugzeug und lässt sich abschießen oder wird abgeschossen. Ja, die bleiben ja nicht lang, aber die sind unglaublich tolle Typen. Wir lieben sie. Mein bester Freund, der hat wirklich, also der war ein Arzt, wie es wenige gibt. Und ich habe den im Entwicklungsdienst da in Amazonas erlebt. Irgendwann war das in der ganzen Region das Licht aus. Kein Strom mehr da. Na, und dann komme ich zum Leitwerk von unserem Flugzeug da aus einem. Da ist es da kaputt. Na, der ist so tief wieder geflogen, dass er halt von unten die Elektroleitung da durchschnitten hat. Ich habe oft zu ihm gesagt, Peter, muss das so sein? Ja, also von den 5 lebensgefährlichen Situationen, die ich erlebt habe, war ich 4 mit ihm sozusagen. Aber der hat so das Gefühl gehabt von Unbesiegbarkeit. Er war unheimlich gescheit, clever in der Medizin, aber auch sonst sprach so viele Sprachen. Und ja, irgendwann ist er dann abgestürzt. Mhm. Hat tolle Sachen gemacht mit seinem Flugzeug, Kinder aus Krisengebieten ausgeflogen, der war Arzt und Pilot. Und ich meine, wie der beerdigt wurde in einem kleinen Gemeinde, 600 Menschen, da waren 3.500 zur Beerdigung. Da konnte man sehen, wie der auf Menschen gewirkt hat. Mhm. Aber er ist auch mit einer Legende gegangen, statt zu bleiben. Mhm. Ich habe noch so einen Freund, naja, meine Aufgabe ist, der ich auch viel von diesem Gehen sozusagen habe, einfach Dinge auch riskieren und machen und mich einzubremsen und zu merken, hoppla, sich einlassen ist auch mal ein Thema. Freunde, die so ähnlich drauf sind, Patienten, würde ich immer so einen Film empfehlen. Ja, es wäre eine Möglichkeit, sich auch richtig aufs Leben einzulassen. Da hätte auch mit Meryl Streep diese Farm machen können und was bewegen können, statt so bewegt zu gehen. Ja, also wenn man rechtzeitig so ein Muster anschaut, könnte man viel lernen. Oder in diesem Buch Hollywood-Therapie haben wir dann so eine Zeitserie drin. Ja, also so Filme, die einfach... Da gibt es ein Buch dafür? Oder dazu? Die Hollywood-Therapie ist ein Buch, ja. Ah, okay, alles klar. Haben wir völlig selbst gemacht, also geschrieben sowieso. Okay. Aber auch das Lektorat hat eine Freundin gemacht, das Layout, das Coverbild. Und die Drucker, die es gedruckt haben, sind auch Freunde. Naja, also das ist besonders unser Kind, unser Buchkind. Und da ist so eine Reihe über die Zeit drin. Also beginnt mit Benjamin Button. Spielt Brad Pitt diesen Mann, der alt geboren wird. Und immer jünger wird. Und man sieht, das träumen ja viele, sie wollen jünger werden. Was für ein Elend das ist. Oh. Dann ist drin Always Adeline, auch ein wunderschöner Film, wo eine Frau bei 37 Jahren ungefähr stehen bleibt und nicht mehr altert. Aha. Ihr Kind ist nachher wie ihre Großmutter. Mhm. Und man sieht, was für ein Elend das eigentlich ist. Und die ist so begeistert, wie sie erst das graue Haar findet. Ja, ist wirklich die Erlösung. Ist schön für viele der Film. Naja, und es geht so weiter.
gibt dann einen Film, der heißt About Time, also alles eine Frage der Zeit. Mhm. Da kann man erleben, es beginnt mit so einem magischen Trick, also ein Vater zeigt seinem Sohn, wie er die Zeit zurückdrehen kann. Und geht da in den Schrank und ballt die Fäuste und dann kann er zurückgehen und dann repariert er immer seine Vergangenheit. Also seine erste Liebeserfahrung, da muss er dreimal wiederholen, bis das was wird. Aber dann ist es so gut, dass die gleich zusammenbleiben und Kinder kriegen. Und es geht immer so weiter, wie der Vater alt wird, sagt ihm, schau, wiederhol doch einfach jeden Tag und leb den Tag noch einmal so richtig perfekt. Und das macht er dann auch. Und ganz zum Schluss findet er eine wunderbare Lösung. Er wiederholt die Tage gar nicht mehr, er lebt sie gleich optimal. Mhm. Und da kriegen wir so das Gefühl, könnten wir eigentlich auch machen. Wir könnten eigentlich jeden Tag das Optimum rausholen. Also wir sind ja heute schon ganz gut drauf, ja, wenn man so schaut. Ne? Also tun wir unser Bestes und da brauchen wir keine Magie dazu. Ja. Wir können jeden Tag das Beste draus machen aus unserem Leben, unseren Möglichkeiten, unserem Potenzial. Und die Stimmung am Ende von diesem Film ist wirklich enorm aufbauend. Und wenn man diese ganze Serie macht, 11 Filme, zum Schluss hat man wirklich über Zeit was verstanden. Aha. Da gibt es so viele Beispiele. Also es ist tatsächlich eine bestimmte Folge von Filmen? Oder wir von haben die in diese Folge Filmen, gebracht, in dem die Buch, er da empfiehlt, dass man alles über die Zeit, Kronos, Saturn, ja, dieses okay. Prinzip lernen kann. Mhm. Das Buch ist nach den Lebensbühnen sortiert. Ja? Also 1 bis 12, alle großen Themen des Lebens sind da vertreten. Okay. Du kannst also zu jedem Thema, was du hast, partnerschaftlich, beruflich, wie auch immer, dir deine Filme suchen. Spannend. Du kannst die Schicksalsgesetze nebenbei lernen. Mhm. Du kannst diese Lebensprinzipien über die Lebensbühnen lernen. Da sind so viele Möglichkeiten. Also werden über 1000 Seiten schreiben können. Glaube ich. Wir haben es dann auf 470 runter. Aber wir könnten noch eine ganze Menge Bücher schreiben. Ja? Also zum Beispiel Filme und Krankheit, Filme und Übergänge, Mythos und Filme, Mythos und Märchen in Filmen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ich finde, das ist so eine brillante Therapieform, weil wir alle gewohnt sind, uns auf Filme einzulassen. Und statt uns jetzt mit so Filmschnipseln und zack, mit Werbung den Abend ruinieren zu lassen, was ja wirklich schädlich ist. Ne? Ich habe so mit Gerald Hüther so ein Buch über Demenz angefangen, jetzt macht jeder seins. Und ich mache so über Altern als Geschenk, kommt erst im Herbst. Naja, was dabei rauskommt, ist im Endeffekt, wir können mit jeder Stunde Fernsehen am Abend diesen Mischmasch unsere Alzheimer-Wahrscheinlichkeit erhöhen. Mhm. Wir können mit jedem Zentimeter Bauchumfang unsere Alzheimer-Wahrscheinlichkeit erhöhen. Mit jeder Schachtel Zigaretten, die wir regelmäßig rauchen, steigt die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34%. Und wir könnten auch dagegen halten. Ne? Du könntest dir gute Filme anschauen. Darf ich das nochmal hören? Mit jeder Schachtel, die geraucht wird? Die du nicht mit jeder einzelnen Schachtel. Wenn du regelmäßig statt einer Schachtel zwei rauchst, erhöhst du die Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34%. Das ist ja enorm. Ja, ist grausig, aber wir wissen das heute wissenschaftlich. Aber jetzt könnte man natürlich, mir geht es ja immer um die positive Perspektive. Ich bin ja, aber es ist auch wichtig, das anzusprechen, weil es betrifft ja immer mehr heutzutage. Und wenn ich schon vorbeugend dagegen angehen kann, dann reduziere ich das doch. Oder höre es am besten gleich ganz auf. Ja. Entschuldigung. Ja, es stimmt ja so. Also ich höre am liebsten gleich auf und fange positive Sachen an. Ja? Ich kann mir ja gute Filme anschauen. So, die kann ich mir auch so sortieren, mit so einer Anleitung, mit so einer Deutung, dass ich wirklich viel mehr draus mache. Dass ich nicht nur berührt bin, sondern auch bewegt bin. Dass ich auch nebenbei wirklich was lerne und gut lerne, weil ich aus der Begeisterung lerne. Ich könnte mal meine Abende zurückholen, ehrlich gesagt. Das ist das Drittel unseres Lebens. Ja, das bessere Drittel. Vor allen Dingen, weil du sagst, oder Gerald Hüther sagt, dass diese Zerschnipselung der Filme, das ist ja auch eben einfach negativ, so wie wir das einfach im tagtäglichen Fernsehen sehen. Also es würde darauf hindeuten, dass wir einfach uns darauf fokussieren, dass wir den Film wirklich als Ganzes sehen, als DVD halt, wie auch immer. Also es macht einen Unterschied, den im Fernsehen, so wie er ausgestrahlt wird, zu sehen und so, wie wir ihn per DVD geliefert bekommen. Natürlich. Habe ich so richtig verstanden. Ja. Okay. Also wenn wir wirklich uns einlassen, dranbleiben an so einer Geschichte und Probeleben sozusagen mit den Schauspielern, die ja auch immer ihre Themen haben. Wenn du schaust, also Robert Redford hat immer Robert den Redford gespielt, diesen jungen Liebhaber, der ist erst als Regisseur dann frei geworden in so Filmen wie Legend of Bagger, also Legende von Bagger Vance oder so. Mhm. Brillanter Film, auch über die Zeit, ne, um dieses in den Augenblick eintreten. Mhm. Also da wäre so viel zu lernen, Bucketlist, Morgan Freeman, Jack Nicholson.
Ja, das ist ein Film, wo wir nichts erleben von dem, was wir gewohnt sind. Keine Verfolgungsjagd, keine Action-Szenen, keine Schießerei, keine Liebesszene. Zum Schluss sind beide tot. Aber wir haben trotzdem ein gutes Gefühl, weil wir uns sagen können, wir müssen eigentlich nicht warten, bis eine Krebsdiagnose ins Leben rauscht. Wir müssen nicht warten, bis die Chemo gescheitert ist. Ja. Wir könnten jetzt anfangen zu leben und das Beste könnte jetzt kommen. Ja, jetzt ist auch schon der Anfang vom Ende unseres Lebens. Und also da könnte ich jetzt unendlich viele Filme aufzählen, die uns zeigen können, wie wesentlich und wichtig das wäre, dass wir uns wieder einlassen. Und stell dir vor, wir gewinnen unseren Abend zurück. Ja. Ja, das bessere Drittel unseres Lebens. Und haben wieder Feierabend. Ja, also Filme wären geeignet. Mit einem schönen Film kann man einen Abend feiern. Das würde ja auch nicht Feierabend heißen, wenn das immer so gewesen wäre wie heute. Ne? Dass so primär Elend, der Job geht über den Sekundärelend, das Fernsehprogramm. Und wenn man das so anschaut, was da geboten wird, ehrlich gesagt, also ich schaue schon gar nicht mehr, weil ich meine, diese NATO-Hofberichterstattung in den Nachrichtensendungen brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ja, das weiß ich schon. Die Russen immer böse, die Amerikaner immer gut. Wie langweilig. Also, ja. Sowas belaste ich mich gar nicht. Zeitverschwendung, bei ARD oder ZDF Nachrichten zu hören. Ja. Das ist so klebrig, was Herr Kleber da abklebt. Also es gibt es doch nicht, dass die Leute sich das noch zumuten. Aber der ist natürlich auch eingespannt in seinen NATO-Freundeskreis, wahrscheinlich wie der Chef der Zeit und überall dasselbe. Gut, da will ich mich gar nicht ärgern. Ich lasse das. Ich höre den nicht mehr zu, ich lese die nicht mehr. Und viele tun das. Ne? Die Zeitungen sind im Sinkflug, diese Sender auch. Das ist ja auch klar. Und was sie sonst noch so bieten an Staccato, ja, also ein Schnitt hinterm anderen und so, du bist ja ziemlich zerrüttet offensichtlich, wenn du so ein Programm durcherlebt hast. Ich meine, die Leute sagen, sie schauen nur Arte, aber die Einschaltzahlen sagen was anderes. Ja. Gegen Arte lasse ich nichts kommen, da hörst du die neueste Medizin. Fasten und Heilen, der Cholesterinbluff. Also das ist ja unsere Hauptfortbildung inzwischen. Es gibt auch noch gute Nachrichtensendungen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wenn man wirklich wissen will, was los ist, musst du halt die Sendung aus der Anstalt anschauen. Die sagen noch, was Sache ist. Naja, gut. Also wenn du das hinter dir hast, könntest du Feierabend machen. Und wenn das immer so gewesen wäre wie heute, würde das Elendsende heißen, glaube ich. Aber sicher nicht Feierabend. Wir könnten wirklich auf diese Seelenbilderebene gehen. Die ist so wichtig für uns. Und Filme liefern uns die. Und wenn wir das in so einen Gesamtzusammenhang bekommen, bin ich sicher, es gibt keine Methode, wie du leichter die Schicksalsgesetze in dein Leben einladen kannst, als du erlebst sie in Filmen. Du musst halt die Filme dazu aussuchen, haben wir in dem Fall dann gemacht. Super. Oder du erlebst diese Lebensprinzipien der Reihe nach. Du kannst ein erfülltes Leben hinkriegen, wenn du dir zu jedem Prinzip einfach ein paar Filme anschaust. Und es gibt so viele. Also ich bin dann immer noch wieder erstaunt und beglückt, wie so einzelne Regisseure Filme machen, wo du dich fragst, wie gibt's das, dass der dafür Geld kriegt? Ja, es geht einfach so um ein Prinzip. Leute wie Steven Spielberg, die machen nie in Urprinzipien Fehler. Ja, also wenn du so einen Film wie Catch Me If You Can anschaust, das ist sowas von die dritte Lebensbühne. Ja, Leonardo DiCaprio als Trickbetrüger, Frank Abagnale und dann auf dem Gegenpol Tom Hanks, der FBIler, der den jagt. Und du siehst einfach dieses merkuriale Geschehen. Ja, diese Trickbetrügerei und so weiter. Ja. Eine wirklich spannende Geschichte, einfach weil sie dieses Lebensprinzip dir so nahe bringt. Oder es gibt viele, Ondine, das Mädchen aus dem Meer. Da hast du, kennt kaum einer den Film, aber es ist wirklich 12. Lebensbühne von den Farben, von der Musik, von den Schauspielern. Also es ist wirklich beeindruckend, dass jemand so einen Film macht. Und immer wieder bin ich da wirklich begeistert und kann, das weiß ich aus 30 Jahren, 40 Jahren Erfahrung, Patienten begeistern dafür, die an Filmen lernen, sich entwickeln und wachsen. Und ich habe ja gern solche Therapien wie gutes Wasser trinken, empfehle ich ja auch sehr, sich mal die reifen Quellen vornehmen und sich sein Wasser raussuchen in so einem sensorischen Test. Und das kostet überhaupt nicht viel. Zu fasten, das kostet auch nichts, Spaß noch dein Geld fürs Essen. Gesunde Ernährung ist nicht mal wirklich teuer in diesem Peace-Food-Sinne. Und du kannst natürlich selbst deine Krankheitsbilder deuten, indem du entsprechende CDs wie Selbstheilung nimmst. Oder es gibt ja zu den einzelnen Krankheitsbildern auch welche. Das sind alles Dinge, die die Leute in Eigenverantwortung machen können. So, selbst ist die Frau, selbst ist der Mann. Und von daher gehören die Spielfilme auch dahin für mich. Ja, das sind wirklich Lichtspiele. Hat man früher gesagt, Lichtspieltheater. Ja. Also es kann Licht ins Leben bringen. Das ist ja das, was ich auch möchte.
Und die helfen mir dabei sehr. Und insofern hat es eh lang gedauert, bis wir dieses Buch zusammen fertig hatten. Aber jetzt ist es mal soweit. Jetzt sind wir sehr froh darüber. Es gibt dann sicherlich auch eine Fortsetzung, weil Filme werden immer gedreht und sind ja dann auch immer wieder aktueller. Oder ja, manche sind ja auch schon eine Vorschau auf die Zukunft, was so auf uns zukommen kann, ja, in Anführungszeichen. Und das kann in beide Richtungen gehen. Ne? Ja. Überlasse ich sozusagen den Zuhörerinnen und Zuhörern, ob wir die fortsetzen. Das ist ja ein Buch, was wir ganz selbst gemacht haben. Da steht jetzt kein Verlag dahinter. Ah, okay. Und schauen wir mal, wie das ankommt. Also verkaufen wir über den Heilkundeshop in Tamanga und nicht über Amazon jetzt erstmal und so diese Normalwege, sondern schauen wir, also geben die Information weiter an unsere Leute aus unserem Netzwerkbereich und unseren Adressen. Und wenn sich viele dafür wirklich interessieren und das in so eine Welle kommt, dann gern kommt als nächstes Filme und Krankheit oder Filme und Märchen und Mythen. Ja. Also das ist ja etwas, was mich immer fasziniert, so Felder zu schaffen. Und wenn man das anschaut, ist mir das schon ein paar Mal gelungen. Also auch in unwahrscheinlichen Situationen. Ich habe mal ein Mandala-Buch gemacht für unsere Patienten. Mhm. Das Mandala-Malen, so Idee von C.G. Jung. Mhm. Und da habe ich die Klinken geputzt. Ich habe einfach keinen Verlag dafür gefunden. Die haben das alle abgelehnt. Und nachher ist es Auslöser der Mandala-Malwelle geworden. Ne? Das hast du in jedem Verlag gehabt. Verlage, die meins abgelehnt haben, haben es nachher kopiert. Also es war ganz spannend. Mhm. Das Wassertrinken ist so eine Geschichte. Mit dem Baldur Preiml habe ich das mal vor 40 Jahren so angefangen, dass alle genug Wasser trinken. Die Psychosomatik hat auch so eine Welle eigentlich gemacht, was damit Krankheit als Weg beginnt. Mhm. Peace Food ist jetzt auch so in so einen Bereich gegangen. Fasten, bewusst Fasten, das Buch gibt es immer noch vom Anfang. Und jetzt bis hin zu eben Kurzzeitfasten und jetzt einfach Fasten. Das fasziniert mich und würde ich in dem Sinne da auch gerne machen, so wie ich die Online-Fastengeschichte angefangen habe, dass einfach Tausende fasten können. Ja. Und es kostet sie nichts, wenn sie wollen. Du kannst 3 Freunde mitbringen, kostet dich nichts, bringst du deinen Blog mit und 30 Freunde verdienst du Geld. Also das ist ja heute auch diese Sharing Economy wirklich eine verblüffende Möglichkeit, aus so, ja, wie soll man sagen, engen Situationen rauszukommen. Mhm. Und machst so viel für dein Umfeld. Ja. Ja, infizierst du deine Freunde mit dieser Filmidee, dann könnt ihr das zusammenschauen. Wird es viel schöner. Genau, und danach vielleicht einfach auch noch drüber sprechen, was hat man erkannt daraus. Dann arbeitest du noch ein bisschen nach. Und das Schöne ist halt dann am Abend, wenn man so einen Film geguckt hat und dann geht man in den Schlaf oder in den Traum, dann kann es da noch wirken. Das ist ja gerade auch das Wertvolle. Ist natürlich die Idee dahinter auch, ne? Den Abend erhebend machen, statt Unterhaltung, die einen unten hält. Ja, richtig. Und die Nacht dann wirklich schön anbahnen. Mhm. Ja, mit Seelenbildern. Mhm. Und dann gehst du in diese Traumbilderwelten hinein. Also das ist schon auch der Gedanke dabei, dass sozusagen Synergien entstehen. Ja. Wenn du mit Freunden einen Film schaust, kannst du mit Freunden vorher auch essen. Dann könntest du vielleicht auch noch das Gesunde essen, was dich weiterbringt, was deine Entwicklung fördert. Und mit den Freunden, wo du isst und Filme schaust, kannst du auch vielleicht dann mal im Wald spazieren und, was ja auch heute nachweislich wissenschaftlich so gesund ist. Ja. Also ich würde gern so ansteckende Gesundheit verbreiten. Sehr das wäre so meine Grundidee. Mhm. Deswegen habe ich auch noch Lust, mit 66 weiterzumachen. Ja, du musst bitte unerlässlich. Gott sei Dank muss ich schon lange nicht mehr. Also, ne? Es ich wäre sehr wertvoll, wenn du es tätest, sagen wir mal so. Also das finde ich, danke ich für das Kompliment, tun. Aber das ist auch schön. Ich muss schon ewig durch diese erfolgreichen Bücher, muss ich nicht mehr. Aber ich mag. Und das ist auch was ich allen wünschen würde. Also ja, gerade dann ist es ja erfolgreich. Du musst ja mögen, was du tust, um dann erfolgreich zu sein. Auch. Ich habe noch kaum gearbeitet im Leben, nach der Definition von Karl Lagerfeld. Der hat nämlich mal gesagt, wenn es Spaß macht, ist keine Arbeit. Ja. Wenn ich das anwende, muss ich sagen, die 64 Bücher, die ich da geschrieben habe, habe ich alle mit Spaß geschrieben. Sehr und schön. Auch die paar Flops, die dabei sind. Ich habe mir auch mal einen Mythos Erotik rangewagt, das wollen aber die Leute noch nicht. Das ist noch nicht. Okay. Noch nicht. Wir haben aber ja Zeit. Die Hollywood-Therapie, hoffe ich, da sind viele reif. Also viele lieben Filme, schauen Filme. Ja, ist richtig. Jetzt könnte man es auch mal mit Sinn machen. Ja, das und stimmt. Was unbedingt zum Sinn führt. Mhm. Also da bin ich ganz hoffnungsvoll und guter Dinge und freue mich. Ich merke auch, ich habe das Buch noch nicht in der Hand gehabt, ne, weil ich jetzt auf Tour bin. Mhm. Weil da freue ich mich so drauf wie auf schon lange kein Buch mehr. Eigentlich am meisten. War heute mal eine ganz andere Sendung über Filme, über Spielfilme. Hatten wir auch noch nicht, aber das kann natürlich, oder auch das hat seinen Wert oder hat einen Einfluss, womit wir uns umgeben oder womit wir uns beschäftigen. Und
wir können Fernsehen, also wir konsumieren das ja meistens über Fernsehen oder eben einfach dann auch über Internet, aber Fernsehen kann auch Gutes sein, ausgewähltes Fernsehen kann Gutes sein und kann zu unserer Gesundheit beitragen. Und vielleicht nehmen Sie dieses Bewusstsein einfach auch mal zukünftig oder schon heute Abend mit in Ihre Abendgestaltung. Ich danke dir, lieber Rüdiger, für diese tollen Anregungen und für diese spannenden Informationen, dass ein Film einfach auch Nahrung für die Seele sein kann, wenn ich das so ausdrücken darf. Genau. Und insofern empfehle ich Ihnen oder ja, den Tipp, Ihre Entscheidung über Ihr Fernsehprogramm ganz bewusst zu treffen und vor allen Dingen, so wie es auch zur Sprache kam, einen Film, den Sie sich dann auswählen, nicht so zerstückelt anzuschauen, sondern tatsächlich an einem Stück. Das ist alles möglich und wir müssen es nicht so konsumieren, wie es uns vorgesetzt ist oder wird. Also seien Sie bewusst, gehen Sie bewusst mit sich um, gehen Sie liebevoll mit sich um. Auch das hat was damit zu tun, was wir konsumieren, ob wir liebevoll mit uns umgehen. In diesem Sinne freue ich mich schon, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Verabschiede mich ganz herzlich von dir, lieber Rüdiger, und auch von Ihnen zu Hause. Bis zum nächsten Mal.